Ein wichtiger Punkt bei der PV-Anlage ist, dass auch die Module optimal verschaltet sind, dass es zu keinen elektrischen Überlastungen kommt. Des Weiteren sollte auch der Montageplatz des Wechselrichters gut durchdacht sein. Am besten ist es, den Wechselrichter dort zu montieren, wo keine hohen Temperaturen herrschen, zum Beispiel in einem Keller. Natürlich kann der Wechselrichter auch nordseitig im Freien unter einem Dach montiert werden. Auf keinen Fall sollte der Wechselrichter der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein. Trotz der normgerechten Installation einer PV-Anlage können Überspannungen, ausgelöst beispielsweise durch Blitzschläge, Schäden am Wechselrichter hervorrufen. Was die Garantien einer Photovoltaikanlage betrifft, haben die Module eine Leistungsgarantie von 85% der Nennleistung auf 25 Jahre, eine Produktgarantie von 15 Jahren. Der Wechselrichter, der die erzeugte Gleichspannung in netzkonforme Wechselspannung umwandelt, hat eine Lebensdauer von 12 bis 15 Jahren. Die meisten Hersteller haben eine Produktgarantie von 5 bis 12 Jahren beim Wechselrichter. Der Wechselrichter muss also in der Lebenszeit einer PV-Anlage mindestens einmal getauscht werden. Ein weiterer großer Vorteil der PV-Anlage ist, dass man die Größe des Kraftwerks ganz individuell auf sich ausrichten kann. Je nach Dachfläche, Verschattung, aber auch Stromverbrauch und Nutzerverhalten kann die Anlage größer oder kleiner geplant werden. Mittlerweile gibt es auch verschiedenste Möglichkeiten, wie und wo die Anlage montiert werden soll. Es gibt Aufdach- und integrierte Indachanlagen. Man kann die Module auf die Fassade montieren oder auf Flachdächern aufständern. Es gibt auch mittlerweile ästhetische Photovoltaikmodule und auch Sonderlösungen wie PV-Ziegeln sind bereits im Einsatz.